Andere These. Sie haben sich einfach im Grab verwechselt. Ist Jesus wirklich auferstanden? Also ich meine jetzt nicht nur irgendwie, ja, es wäre doch nett, wenn man an Hoffnung glauben kann und es gibt ein Leben nach dem Tod, sondern ist es wirklich Realität und historisch so passiert, dass Jesus tot war, mausetot und wieder lebendig geworden ist? Für Historiker ist diese ganze Angelegenheit so eine Black Story. Kennst du Black Stories? Das ist doch so ein Kartenspiel, Krimi, Todesfälle muss man aufklären. Ja, genau, richtig. Ich gebe dir mal ein Beispiel von einer Black Story. Ja. Zum Beispiel, ein toter Mann liegt neben einer Feder. Mhm. Was ist passiert? Und jetzt müsstest du mir Fragen stellen und ich dürfte dann nur mit Ja oder Nein antworten. Okay. Gab es eine Vogelattacke? Nein. Gab es ein Federbett, das zerflattert wurde? Nein. Und so würden wir das weitermachen und am Ende kommt raus, es war ein Schwertschlucker, der gerade dabei war zu üben. Wow. Und jemand kam vorbei und hat ihn mit einer Feder am Hals gekitzelt. Er musste würgen und ist dabei gestorben. Was hat das Ganze mit Ostern zu tun? Dass das ein total abwegiges Szenario ist und das Gleiche ist bei der Auferstehungsstory. Mhm. Wenn man sich die historischen Gegebenheiten anguckt, dann gibt es scheinbar keine Alternative als wirklich dieses abwegige Szenario einer tatsächlichen Auferstehung. Mhm. Und es gibt Leute, die haben da ganze Bücher drüber geschrieben. Eins, das wir empfehlen können, N.T. Wright, die Auferstehung des Sohnes Gottes, der hat wirklich alles durchgespielt. Aber wir machen einfach mal diese Black Story und reißen sie mal an. Also hier ist das Rätsel, der rätselhafte Todesfall. Ein Leichnam liegt in einem bewachten Grab und verschwindet. Was ist passiert? Erste These. Der Leichnam wurde von den Jüngern geklaut, um eben eine dicke Story zu haben. Er ist von den Toten auferstanden. Wäre eine Möglichkeit. So, dann ist die erste Sache, die man sich überlegen muss, es war ein bewachtes Grab und das waren gute Soldaten, die es bewacht haben, damit eben genau das nicht passiert oder nicht geklaut wird. Ja. Also das heißt, erstmal wird es schon mal unwahrscheinlicher, dass sie es vielleicht tatsächlich geschafft haben. Aber es könnte ja sein, vielleicht waren sie in der Überzahl und sie haben den Leichnam wirklich geklaut. Dann ist die Frage, die man sich stellen muss, welches Motiv hatten denn die Jünger, das zu tun? Und das ist jetzt der Witz. Sie haben keinen Vorteil gehabt, also wenn sie eine politische Agenda gepusht hätten, hätte es vielleicht irgendwie was gebracht. Also meinetwegen, lass uns die Römer rauswerfen oder das war damals sehr populär oder irgendwie was anderes. Aber das Einzige, was sie verkündet haben, ist wirklich nur diese Auferstehung. Ja. Und 11 von 12 Leuten sind dafür gestorben. Und es macht wenig Sinn, dass sie diesen Preis bezahlt haben für eine Lüge, die sie selber ins Leben gerufen haben. Und dass vor allem keiner von denen, die eingeweiht waren, ausgebrochen ist und gesagt hat, okay, ohne mich, also ich mache das nicht mehr mit. Und dann waren es natürlich Juden, die auch dachten, sie kommen für Lügen und Gotteslästerung in die Hölle. Das macht es nochmal ein bisschen schwieriger. Und sie hätten ja einfach die Alternative gehabt, so wie alle anderen das gemacht haben. Es gab ja viele Rabbis, so ähnlich wie Jesus oder Leute, die Widerstand geleistet haben. Sie hätten sich einfach an Neuen anschließen können. Also das wäre die logisch sinnvollste. Und es ist ja nicht bei 11 geblieben, sondern Hunderte. Im Lauf kürzester Zeit tausende Nachfolger, die dieser Auferstandene um sich gesammelt hat. Und davon zahlreiche, die hingerichtet worden sind, während Christenverfolgungen, Entbehrungen erleiden mussten. Andere These. Sie haben sich einfach im Grab verwechselt. Das wäre so witzig. Also wenn einfach alle sich dachten, der Leichnam ist weg und sie waren einfach in der falschen Hausnummer, hätten einen Grab vorher abbiegen müssen. Das und dann, die Lösung. Dort wäre es gewesen. Also es waren ja alles Angehörige, dann wurde das Grab bewacht und es wäre schon schade, wenn die Feinde, die das Grab bewachen wollten, sich vertan haben und die Angehörigen sich auch vertan haben. Und dann erklärt das natürlich immer noch nicht die Auferstehungssichtung. Also du hast es schon gesagt, Paulus berichtet von 500 Leuten, die ihnen begegnet sind. Gut, ich meine, da könnte man jetzt, dritte These, das ist meine letzte Munition, vielleicht sagen, dass diese Auferstehungserscheinungen Halluzinationen waren, Wunschvorstellungen. Man hat ihn so sehr vermisst, dass man sich eingeredet hat. Vielleicht haben sie auch einfach ein paar Drogen zu viel genommen, ich weiß nicht. Ja,
Also da ist die Schwierigkeit, dass du erstmal, ich sag mal, psychisch relativ stabile Leute mit dabei hattest, wie Fischer, Petrus war ein Fischer, oder Matthäus, mein Lieblingskerl, das war ein Steuereintreiber. Ja, okay. Hast du mal mit Steuereintreibern vom Finanzamt geredet? Solche Leute halluzinieren mich. Aber jetzt mal angenommen, er wäre psychisch so labil gewesen, dann hätten sie ja alle unterschiedliche Halluzinationen haben müssen. Es gibt ja keine Gruppenhalluzinationen, aber die haben alle das Gleiche gesehen und alle das Gleiche berichtet. Ja. Und dann sind psychische Halluzinationen ja meistens irgendwie bunt. Also wenn du was Falsches gegessen hast, den Pilz, die psychedelische Trips, vielleicht hast du mal Illustrationen davon gesehen, das ist schon wirklich sehr, sehr wild. Und dann hätte man Jesus vermutlich auch ein bisschen anders beschrieben, als man ihn beschrieben hat. Ja. Und vor allem ist auch keine Erklärung dafür, dass über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte diese Bewegung so viel Drive gewinnt und beibehält, aufgebaut auf ein paar Halluzinationen, die man nicht nachweisen kann, die sich nicht reproduzieren lässt. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, aber was ist da und damit und da und damit? Dann würde ich dir nochmal sagen, hol dir das Buch vom Andy Wright, weil wir haben ja nicht die Zeit, um alles durchzukauen. Guck es dir im Detail an. Und wenn Menschen sich die Zeit dafür nehmen, sich das im Detail anzugucken und dann auf Jesus schauen und sehen, das war jemand, der Kranke geheilt hat, der gesagt hat, liebe deine Feinde und der Jahrhunderte, teils Jahrtausende alte Prophezeiungen erfüllt hat, plus, dass dann wirklich dieses Loch da in der Geschichte ist, wo einfach dieses Puzzlestück der Auferstehung so gut reinpasst, dann scheint es wirklich passiert zu sein. Hey, viel Spaß bei der Suche nach dem Auferstandenen.